Unterm Tisch des Seepferdchens. Mein Freund, der Journalist Klaus Nüchtern, mit einer gewissen Grundmuffigkeit ausgestattet, wie er selbst sagt, aber weder Kulturpessimist noch Misanthrop, fährt, wenn er nach London kommt, was nicht unoft vorkommt, vom Flughafen direkt in die Tabar Street, Nummer 44 im Süden Londons, U-Bahn-Station Boroughs, betritt das Royal Ork Pub, sucht sich ein Plätzchen und verlässt dieses nicht unter 4 Pints Sussex Best Bitter, Sussex Old Ale oder Armada Ale von Harveys aus Leeds. Erst dann ist er, sagt Nüchtern, angekommen. Namenswitze verkneife ich mir schon seit langem und insbesondere hier. Ein anderer Freund, ein Finne namens Brandy Ifgray, ein Musiker, wies, als er das erste Mal am Flughafen John F. Kennedy ankam, einen Taxifahrer an, ihn direkt und ohne Umweg ins CBGBs zu fahren, dem legendären Punk-Club in der Bowery in Manhattan, den es nicht mehr gibt. Der Laden hieß korrekt eigentlich CBGBs and UMFUG. Das ist ein Akronym aus Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers. Gormandizers. Dieser Club kann als Keimzelle des Punks und des Punkrocks betrachtet werden, der sich von hier aus nach Großbritannien verbreitete und danach über die ganze Welt ergoss. Also so ein grundmuffiger Gormandizer bin ich auch. Auch wenn ich mit Punk und London nicht so recht warm werden will. Aber wenn ich nach Helsinki komme, Finnland, führt mich auch der direkteste Weg an einen ganz bestimmten Ort, nämlich ins Seahorse, ins Seepferdchen. Aus dem einfachen Grund, weil dieses Lokal, auf Finnisch Ravintola, wie kein zweites all das verkörpert, was Finnland ist. Diese Mischung aus dunstiger Melancholie und Demutskapitulation, alles passt so gut zusammen. Die Einrichtung, das Personal, die Sitzkoben, das unterseeische Zwielicht, die sedierten Gäste, das wunderschöne Seepferdchen-Fresko an der Wand, eine kokonartige Einheit forcierten Bremsens. Das Lokal in der Kapitänin-Kato existiert seit den 30er Jahren. In einem beeindruckenden Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1902. Die finnische Version heißt davon Nationalromantizismus. Das Haus ist eher eine düstere Burg mit Erkern und Türmen und merkwürdigen, einer schwer nachvollziehbaren Logik folgend befestigten Balkonen. Erbaut von einem blinden, weit über Finnland hinaus bekannten Klavierstimmer namens Hermann Valentin Schalin, der sein Augenlicht infolge einer Scharlachinfektion im Alter von 12 verlor. Er war eine Autorität in der Stadt Helsinki und führte stets ein geladenes Gewehr in seinem weiten Mantel bei sich. Seinen Kindern war es verboten, mit ihm zu sprechen. Die große Zeit des Gasthauses begann allerdings 1959, als Olavi Pauku und seine Frau den Laden übernahmen. Ihr hausgemachter Senf galt als ganz besondere Delikatesse. Die Leute ließen ihn sich eimerweise durchs Küchenfenster reichen. Und so wurden auch immer die Tageseinnahmen zur Bank getragen, in einem Eimer. Tyler Brûlé, Gründer der illustrierten Wallpaper und jetziger Chef von Monocle, dem fraglos bestfrisierten, aber überflüssigsten Magazin hier auf Erden, kürte das Seahorse in Helsinki zu einem der 10 weltbesten Restaurants. Der Mann versteht sein Handwerk. Das kann Momus nicht beeindrucken. Er verachtet Brûlé. Seine ganze scheißelitäre Haltung, beispielsweise einfach zu behaupten, die Präsidentenmaschine Taiwans sei die beste Fluglinie der Welt, was ich wiederum ganz gut finde. Mit Momus sitze ich jetzt im Seahorse. Momus ist Nicholas Curry, ein schottischer Musiker. Sein Pseudonym hat er vom griechischen Gott des Spotts, Momus. Die Pet Shop Boys bezeichneten ihn als ihren perversen dritten Bruder. Er lebt in Osaka. In Japan. Er hat nur ein Auge. Nach dem Reinigen seiner Kontaktlinsen mit griechischem Leitungswasser schlüpften irgendwelche Parasiten zwischen Auge und Linse und fraßen ein Auge auf. Ich frage Momus, ob er noch jemanden kennt, der durch Tiere sein Auge verloren hat. Ich weiß nur von Harpo, der schwedische Sänger. Kennt man ja. Movistar. Movistar. Dem hat ein Pferd ein Auge ausgetreten oder ausgebissen. So genau will man das ja auch nicht wissen. Momus kennt nur die Geschichte von Eric
Hosking, einem englischen Vogelfotografen. Ich kenne sicher dieses bekannte Bild Barn Owl with Prey, diese verdutzte Schleiereule mit der schlaffen Maus im Schnabel. Richtig bekannt wurde er allerdings, als ihm ein Waldkauz sein linkes Auge aushackte. Seine Biografie musste dann natürlich An Eye for a Bird heißen. Momus deutet auf die rosa Lichter in den Fenstern. Klar, dass Brûlé das hier gut findet. Ach so, der ist schwul? Momus grinst. Super gay. Mehr beeindruckt ihn, als ich ihm erzähle, dass bei den Seepferdchen die Männchen schwanger werden. Die Stute spritzt ihre Eier dem Hengst in seine Brusttasche, wo er sie befruchtet und austrägt. Momus meint, für ein Seepferdchen hätte er natürlich lieber sein Auge gegeben. Ich kenne Momus schon recht lange. Vor 25 Jahren oder so war ich mal kurz Konzertveranstalter. In Graz habe ich einen kleinen Abend gestalten dürfen, bei dem Momus der Hauptakt war. Als sogenannte Vorgruppe trat Max Gold auf mit dem Wiener Hip-Hop-DJ DSL, Danube Superleiwand. Max Gold hielt zunächst einen langen Monolog über irgendwelche Igel unter Tischen, zu dem DSL unaufdringliche Musik dudeln ließ. Es kulminierte in einer phlegmatisch gesprochenen Version des schauerlichen Matthias Reim-Schlagers Verdammt, ich lieb dich, zu dem DSL sich und seine Platten in einen Furor kratzte, mit allen zur Verfügung stehenden Gliedmaßen, sogar mit dem Po. Ein im besten Sinne merkwürdiger Moment. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Dich brauche ich dafür nicht. Ich sitze am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, ich geh auf ihn zu und mache ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du Stich? Und ich denk schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Verlieren. Ich will dich nicht. Verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's. Oder nicht? Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch die und du ist, was mir jetzt fehlt. Ich glaub es einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Es lacht mich ständig an, voll Hohn. Es klingelt. Klingelt aber nicht. Sieben Bier, zu viel geraucht. Das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand sagt, hör auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Und dann betrat Momus die Bühne. Er kam mit einem Kollegen, beide gekleidet wie zwei Bankangestellte aus Bratislava. Sie schleppten riesige Pappkartons mit sich, auf denen sie fabriksneue Robotron-Computer wuchteten, große, klobige Geräte. Das war aber nicht Teil der Performance, wie man hätte meinen können, sondern Notwendigkeit, weil sie keine Zeit zum Soundcheck hatten. Die Anreise von Glasgow nach Graz ist wohl etwas verschlungener, als ich mir das ausgemalt hatte. Sie kamen nämlich mit dem Auto.
Dann spielten sie ein apartes Konzert, das heißt, Momus tat es. Er drückte dann und wann auf die Tastatur seines Computers und rief ein paar dürre Beats ab. Dazu spielte er Gitarre. Der andere Mann starrte nur in einer Art pataphysischem Stupor, ratlos und verlegen auf seinen Computer. Er war wohl nur mitgekommen, um die tonnenschweren Geräte zu schleppen. Sein eigenes war gewissermaßen ein Alibi-Gerät. Es hätte auch ein Stück Holz sein können oder ein Amboss. Nun aber sitze ich mit Momus im Ravintola Seahorse. Gestern hatte er ein schönes, intimes Konzert, diesmal lediglich von einem kleinen Telefon begleitet, in der Dubrovnik-Bar in der Erin Khartoum. Sie gehört den Chaos-Making-Brüdern, die dieses kleine, mit großer Liebe zum Detail eingerichtete Ensemble verschiedener verschachtelter Lokale, zu dem auch ein kleines Kino, eine Billardhalle und das Café Moskwa gehört, mit den muffigen Kellnerinnen mit den goldenen Zähnen, die kaum mehr als Russisch sprechen, dem Martin Pelompe-Schrein in der Ecke. Martin Pelompe starb im Alter von 44 und er war Stammgast hier. Der schweren, überlaut dröhnenden Musik von Schostakowitsch und dem deprimierenden gastronomischen Angebot Wurstbrote. Im Seahorse hingegen, wo wir jetzt sitzen, gibt es die wunderbaren baltischen Heringe aus der Bratpfanne, die Spezialität des Hauses, einen riesigen Haufen derselben, immer abgezählte 16 Stück, dazu einen Klumpen pappiger Stampfkartoffeln und Nierensteine ausschwemmende, nach Grab schmeckende rote Rüben, die den Zaubertrick beherrschen, den Urin hübsch rot einzufärben. Auf dem Ganzen liegt noch ein Zweiglein Dill. Denn ohne Dill geht in Finnland natürlich absolut gar nichts. Dill, die Posaune unter den Gewürzen. Ich möchte mit Bumus eine kleine Fluxus-Aktion machen, die ich sporadisch da und dort an ungewöhnlichen Orten mit sympathischen Menschen mache. Alles muss stimmen, um eine kleine, blasse Marke zu hinterlassen. Ich liebe Fluxus. Ich liebe Yoko Ono und Ellen Kaprow. Ellen Kaprow schmierte einen Ford Mustang mit Marmelade ein, leckte ihn mit einer Gruppe Gleichgesinnter ab und verbrannte ihn. Das war in den 60er Jahren. Mein Aktionchen hingegen ist weniger pathetisch. Bevor wir jetzt zum Happening schreiten, muss ich noch ein paar einleitende Worte loswerden. Meine erste große musikalische Liebe galt einem Brüderpaar namens Ron und Russell Mayle. Ihre Band hieß und heißt immer noch Sparks. Meine erste von Taschengeld gekaufte Platte war, da war ich 13, von ihnen, Kimono My House, wofür mir Max Gold später gratulieren sollte, zu der exquisiten Wahl. Eines der wenigen Lobe, die nicht an mir abgeperlt sind wie Wasser am Bürzel einer Ente. Welcher 13-Jährige hat schon je etwas richtig gemacht? Nun gibt es von den Sparks viele schlechte, oder sagen wir viele halbgute und wenige ganz schlechte Platten auch. Aber Kimono My House gilt als Meilenstein. Ebenso die zwei folgenden Propaganda und Indiscreet. Das ist eigentlich ihr Fundament, ihre geschichtliche Leistung. Ein unglaublicher Pomp und hysterischer Spaß überschnappenden Wahnsinns. Drei Platten zum mit in die Grube nehmen. Auf Indiscreet befindet sich ein Lied namens Under the Table with Her, das ich ganz besonders mag. Nicht nur, weil es vermutlich das einzige in der gesamten Geschichte der Musik ist, in dem ein Kotelett vorkommt. Es ist eine Art Menuett, bei dem auch eine Blockflöte zum Einsatz kommt. Und auf Konzerten singt natürlich jeder mit. Man kennt den gesamten Text, weil er recht kurz ist und im Gegensatz zu den uferlosen, überbordenden Texten der anderen Lieder. Der Text geht so. Nobody misses diminutive offspring. Not when there's big wigs there, there. Dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. Nobody misses diminutive offspring. Not when there's big wigs there, there. Dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. I give a yelp and they throw me a cutlet. Somebody pats her hair, hair. Everyone's nice to the subhuman species. I'm under the table with her. All around the world are having only rice and plum tea. Do you think she'd come and take the place of Doralee on me? Nobody misses diminutive offspring. Not when there's big wigs there, there.
dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. I'm under the table with her. People all around the world are having only rice and tea. Do you think she'd come and take the place of Laura Lee and me? Oh, nobody misses diminutive offspring. Not when there's big quakes there, there. Dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. I'm under the table, I'm under the table, I'm under the table with her. Die Aktion hingegen geht so. Ich habe den Text auf eine Art Aufkleber kopiert. Die Rückseite kann man abziehen. Nun gebe ich, nachdem wir unsere 32 Heringe aufgegessen haben, Momus einen davon und behalte selbst einen. Jeder von uns schreibt nun an den Rand 5 Personen, zusammen also 10, die oben am Tisch sitzen, weswegen wir es vorgezogen haben, uns eben unter den Tisch zu verziehen. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn man jetzt Adolf Hitler, Elvis, Franz Kafka, Beyoncé oder Thomas Gottschalk schreibt, möchte man den Tisch doch nicht einfach so verlassen müssen, denn das könnte doch ganz spannend werden. Man muss also außergewöhnliche Langeweiler finden, die aber nicht in der Summe dann doch wieder eine gute Mischung ergeben. Momus entscheidet sich für die 5 Freundinnen, mit denen er am längsten zusammen war. Die will er auf gar keinen Fall zusammenbringen. Das stellt er sich schrecklich vor. Ich grüble und entscheide mich für ein fiktives Personal. Charaktere der amerikanischen Systemgastronomie, diese widerliche Riege, zum Beispiel Ronald McDonald, der Kentucky Fried Chicken Mann, der heißt Colonel Sanders, Big Boy Wendy, Mr. Softee. Da gibt es ja einige von diesen Herrschaften. Und ich glaube, die reden nur Scheiße. Und die Ex-Freundinnen von Momus reden gar nichts mehr angesichts ihrer üblen Tischgesellschaft. Wir schreiben die Namensliste zum Liedtext, ersetzen noch Laura Lee mit dem Namen des jeweils anderen, damit eines Tages jemand anderer uns hier unten erlösen kann, ziehen die Folie von den Aufklebern ab und haften sie unter unseren Tisch. Momus macht noch ein paar Beweisfotos und sieht dabei so pervers aus, wie er gerne sein möchte. Nämlich wie jemand, der junge Mädchen unter den Rock fotografiert. Er erzählt, dass er die Sparks nie leiden konnte, weil seine erste Freundin verliebt war in einen der Sparks-Brüder. Ich frage, ob in Russell, den Hübschen, nein, Ron, der mit dem Hitlerbart, alle Mädchen seiner Generation standen auf Ron. Ich frage Momus, warum immer diejenigen am meisten eifersüchtig sind, die am untreuesten sind. Er vermutet, um ihre Schuld zu kompensieren und fragt grinsend, ob ich ihn für eifersüchtig halte. Ich sage, dass ich das nicht wissen könne und mir das auch egal sei. Immerhin gäbe es ja von ihm den Song A Complete History of Sexual Jealousy Parts 17 to 24. Dieses großartige Lamento, das bizarrerweise sogar Manfred Mann gecovert hat. Warum soll das nicht autobiografisch sein? Jealous of the people I fall in love with, fall in love with. I'm jealous of the people I try to be more like, try to be more like. I'm even jealous of the people who hate me, hate more. A complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. I'm jealous of the man you broke the heart of, broke the heart of. I'm jealous of the man you knew before in a life that I can never be a part of. There's more than meets the eye in the way a stranger meets your eye. I know there's more. Complete
history of sexual jealousy, parts 17 to 24. If looks could kill, I'd kill the man whose looks would kill you. If looks could kill. And the men who say no competition know the competition love instills. I'm jealous of the people who ask you to ask me, who's keeping score? Complete history of sexual jealousy, part 17 to 24. Jealousy, part 17 to 24. Come into my arms, my lover. Let me be your sanctuary. Come into my arms, my lover, where you no longer have to look at me. Oh, you've been stupid enough to love someone who's hurt you a lot. I hurt you more. Sexual jealousy. A complete history, a complete promiscuity. I'm writing the book on fury and infidelity, part 17 to 24. Oder ein Erzähler ist darin eifersüchtig auf den Mann, dem eine Frau das Herz gebrochen hat. Eifersüchtig auf den Mann, den sie kannte in einer Zeit, in die er nie mehr zurückkehren kann. Er glaubt nicht an platonische Liebe, aber ist trotzdem eifersüchtig auf Platon. Er lacht. Er will mich offenbar beruhigen. Er sei höchstens eifersüchtig auf jemanden, der eifersüchtig ist. Auf das Gefühl, den bitteren Schmerz. Aber wenn ich ein... Das sei doch autodestruktiv und in jedem Fall vergifte diese Energie doch das, was man vorgibt zu lieben. Das schon, aber es wäre gut, wenn man einen Schalter hätte, wo man diese Energiequellen auch ab und zu mal an- und ausknipsen könnte. Er stellt sich das so vor wie den süßen Druck einer vollen Blase, den er hin und wieder auch auszukosten weiß. Wir verlassen das Seepferdchen und gehen ins U-Kaliver, ein Lokal namens U-Kaliver, wo ich mit Mauri Antero Numinen verabredet bin, einer sogenannten Pystibari, das heißt vertikale Bar, gemeint ist eine Stehbar. Das U-Kaliver ist eine Institution in Helsinki, sehr eng, sehr laut und hier spielen sie ausschließlich finnische Musik. Als wir kommen, ist Numinen noch nicht da.
Momus bestellt einen Whisky. Er freut sich, dass sie seine Marke haben. Ein extrem rauchiger Whisky. Vielleicht der Grund, sagt er, warum ich nie geraucht habe. Ich bestelle ein Kahu-Bier. Kahu heißt Bär. In diesem einer Suppenschüssel nicht unähnlichen geriffelten Glas, das schönste Bierglas der Welt. Wenn es nicht so dickwandig wäre, würde ich es aufessen vor Glück. Momus beschwert sich über die Musik. Er hasst Rockmusik. Ich sage, er macht es sich zu einfach. Numinen, der gleich kommen wird, kann ihm einen Exkurs darüber halten, wie wichtig Rock'n'Roll für Finnland ist. Numinen, den ich auch schon einige Zeit kenne, ist ein 72-jähriger Soziolinguist, Komponist, Sänger, Tangoforscher und eine Wittgenstein-Kapazität. Des Weiteren tritt er seit 1977 im Kinderfernsehen im Duo Gommi Japomi als Banjo-spielender Gommi im Hasenkostüm mit dem Akkordeonspieler Pedro Hirtananen als Pommi im Katzenkostüm auf. Gommi kann als Wortspiel basierend auf dem schwedischen Gommen, Gaumen, und dem finnischen Komari, Kommunist, aufgefasst werden. Dann bedeutet der Name des Duos auf Deutsch etwa der Kommunistengaumen und die Bombe, weil Pommi die Bombe ist. Momus meint, das würde er jetzt viel lieber hören als diesen schnöden Rock. Eine Katze namens Bomba und ein Hase singen Tangos über Wittgenstein. Ich sage, Moment, das kannst du haben, lieber Freund. Gehe zum Gastwirt, der ein Deutscher ist, und frage ihn, ob er etwas von Numinen hat. Natürlich hat er. Und natürlich hat er dessen Traktatus Suite von 1966, die Vertonung der Kritik der Sprache aus Ludwig Wittgensteins Traktatus Logico Philosophicus. Er spielt daraus das deutsch-englische The General Form of a Truth Function. Zitat: Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Wenn sich eine Frage überhaupt aussprechen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. Ein schwerfälliges wie schwermütiges Tier von einem Lied, das da mit dramatischer Chor- und Orchesterbegleitung ratlos durchs ungeordnete Unterholz unserer Logik kriecht wie ein Lemur. The general form of a truth function is square bracket P stroke C stroke N bracket C stroke bracket square bracket. Die allgemeine Form der Arbeitsfunktion ist Ebene Klammer B Strich C Strich N Runde Klammer C Strich Runde Klammer eckige Klammer. Die Sätze der Logik sind Tautologien. Die Sätze der Logik sagen also nichts. The propositions are logical tautologies. Therefore, the propositions of logic say nothing. Eine Methode der Logik. Mathematics is a method of logic. Alle Sätze sind gleichwertig. All propositions are of equal. When the
Ist begeistert. Und was ihn am meisten verblüfft, ist, dass hier von den vertikalen Gästen niemand murrt. Ich sage, dass das eben die typische resignative Toleranz der Finnen sei und hoffe nur inständig, dass Numinen nicht auftaucht in diesem Moment, wo sie etwas von ihm spielen. Vielleicht ist ihm das unangenehm, aber das Lied ist bereits aus, als der Barde die Bar betritt. Er freut sich wie ein Kind. Das ist immer so, grinst von einem Ohr zum anderen wie ein großes Kind mit Bart und gigantischem Haarhelm auf dem zerdrückten Gesicht. Ich stelle die beiden einander vor. Ich frage Numinen gleich, weil auch gerade ein Lied von The Agents läuft. Vielleicht die wichtigste Band Finnlands. Niemand vertont die finnische Mentalität so adäquat wie Esa und sein Bruder Kai Pulliainen mit jeweils wechselnden Sängern. Frage also den Auskenner, warum das so ist. Warum das, was da jetzt gerade läuft, dieser wehmütiger Rock so beliebt ist in Finnland. Warum das ihre Sprache ist? Welche Seite bringt das in ihnen zum Klingen? Ich kenne natürlich die Antwort, überlasse es aber dem Fachmann, dies dem einäugigen Schotten zu erklären. Myös pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on moitteeton ja hyvä myös ryhti vartalon. Ruudun takaa tyttöni katsoo vain. Als die Deutschen nach dem Krieg abzogen und das Land verwüstet und niedergebrannt der Sowjetunion überließen, die sich zur Strafe erstmal große Teile Kareliens einverleibte und nur deshalb nicht auch noch den Rest des Landes, weil Finnland zum eigenen Schutz die Neutralität annahm, verfiel das Land in so eine Art Duldungsstarre gegen das gefräßige kommunistische Riesenreich. Und in dieser Zeit entwickelte sich eine große Sehnsucht nach Amerika, stärker als sonst wo in Europa. Amerika, das so weit weg ist. Man war quasi Rock'n'Roll. Riesige amerikanische Straßenkreuzer, Plymouth Furies, Kaiser Custom Cars, Studebakers, Commander,
Starliner und Munz-Jets schlichen und tun es immer noch aus den finnischen Wäldern in die Städte, in denen sie ihre Runden drehten. Und die Musik dazu sei ebenso eine verwehte, sehnsüchtige Shadows-Gitarre, dieses sogenannte Twangling, das man andernorts auch von Chris Isaak kennt, Wicked Game. In Finnland ist dieser Sound ein Haushaltsgegenstand, schon immer da und nie weg gewesen. Und man könnte denken, Isaak hätte seinen Stil von hierher. Die Agents perfektionierten das am allergelungensten mit Topi Sosakoski als Sänger, dem großen Tragöden mit Klobrillenbart. Er könnte der Bruder von Matti Pellonpää sein. Topi starb im August 2011 im Alter von 58 Jahren an Lungenkrebs, ausgerechnet in Seinäjoki. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen beim Tango Markkinat, dem Tango-Markt, der jedes Jahr 100.000 Tänzer anzieht, die da 4 Tage und 4 Nächte ohne Pause schwofen. Nur wachgehalten von faden, dünnem Kaffee, den die Finnen ja eimerweise zu trinken pflegen, und rohen Rhabarberstangen, an denen sie knabbern. Überall am Straßenrand sind kleine Bühnen aufgebaut, der Asphalt ist der Tanzboden. Finnischer Tango geht ja nur mit Gesang und wird eher gegangen als exaltiert getanzt. Komplizierte Figuren zu inszenieren ist in Finnland verpönt, weil peinlich. Und da stand eben Topi Sosakoski mit den Agents, wand sich am Mikrofonständer, in einer Hand die Zigarette, ich musste heulen wie ein Seehund, er sang Valot, das heißt Lichter. Das ist kein Tango, aber Sosakoski durfte das. Und dann bitte ich Numin Momus, die Geschichte von Valot zu erzählen, dem vielleicht berühmtesten Lied Finnlands, neben der geheimen Nationalhymne Satoma, das heißt Märchenland, von Unto Mononen. Numinen bestellt sich, bevor er erzählt, einen Rotwein, eine grüne Estragon-Limonade und einen Kaffee gleichzeitig. Macht er immer so, möglichst die ganze Getränkekarte durchtrinken. Aber an allem nippt er nur. Nie sah ich ihn betrunken. Das Lied Valot ist von Rauli Badding Sommarjoki. Er stammt wie Numinen und Mononen aus Somero, eine außergewöhnlich hässliche Kleinstadt im Südwesten Finnlands. Das Wappen ziert ein brennender Baumstumpf. Sommarjoki beherrschte kein Instrument. Aber er hatte Melodien im Kopf, träumte sie sogar. An einem nasskalten, dunklen Februarmorgen des Jahres 1971, auch jene von Valot. Licht als Freund, Trostspender und Lebensretter, das die strangulierenden Schatten band. Er summte das Lied so vor sich hin, fuhr im Bus zum Freund Numinen, der das dann transkribieren musste. Sommarjoki war fest davon überzeugt, dass das unbedingt sein Idol Elvis Presley singen muss. Sie nahmen eine Demo-Version auf und schickten sie nach Memphis und warteten und bekamen keine Reaktion. Nichts. Der King wusste vermutlich nicht mal, wo oder was Finnland überhaupt ist. Evening comes so silently and sighing. Lights come on behind the window panes. The lights are fending off the shadows all the night. But we are close together in the dark. I turn my back on moon's past reflections and gather up the darkness to my heart. For you're my brightest light, burning in the night. But even you, my love, could blind my eyes.
peace with darkness. Why my room is flooded by the night. It's dangerous, they say, to let the shadows play while sitting here surrounded by the night, yeah. But they don't know how tender is our feeling. So tender that the light could break the spell. So together in the night, we'll hide from all the light from now until forever. Momus hat aufmerksam zugehört. Er sagt, er mochte die Stelle von dem Summenden im Bus und diese sie schier erdrückende Erwartung an eine Antwort aus Memphis. Er fragt, was aus Sommerjockey geworden sei. Numinen erzählt, dass sie das dann selbst aufgenommen hätten, mit Rauli als Sänger, und es zu einem riesigen Hit in Finnland wurde. Es gehörte schon bald zum finnischen Musikkanon. Rauli hätte aber immer so eine große Angst vor Auftritten gehabt. Angst vor den Erwartungen des Lebens generell, wäre Berufsalkoholiker geworden und mit 39 Jahren gestorben. Auch wenn Elvis nur 3 Jahre älter wurde, hat Rauli ihn 10 Jahre überlebt. Komischer Satz, ne? Also, verstehst du den? Ich verstehe ihn. Seine Mutter hätte ihn eines Morgens tot im Bett gefunden. Wahrscheinlich, so Numinen, träumte er seine letzte Melodie, die vom Ausgang. Im Ravintola Kiwi, vormals Ravintola Berta, in der Kiwi in Kato, seinem Lieblingslokal, einer sogenannten Keski-Olut-Bari, zu Deutsch Dünnbierbar, hängt zum Gedenken an ihn ein Foto an der Wand. Die Jukebox ist voll von seinen traurigen Liedern. Da wohnt er jetzt als, Zitat, Geistermann. Das ist nun seine metaphysische Existenzwiese, wie unser Finnland-Erklärer erklärt. Momus fragt Numinen, weil er ja vorher den Traktatus-Auszug gehört hat, warum er so in Obsession mit Paul Wittgenstein verbunden sei. Er sei doch, oder? Numinen korrigiert ihn, nicht Paul, Ludwig Wittgenstein. Er fände seine Philosophie einfach lockend und wichtig, als Poesie und Wissenschaft gleichermaßen, vor allem sein Traktatus. Es sei eine verführerische Kombination. Es fängt mit logischen, vernünftigen Sätzen an und endet mit metaphysischen Gedanken. Aber auch Paul wäre doch nicht uninteressant, Paul Wittgenstein, so Momus. Ludwigs Bruder, der Pianist und Mäzen, dem man seinen rechten Arm im Ersten Weltkrieg amputieren musste, der wohl so zerfetzt gewesen sein musste, dass da nicht mehr viel zu rekonstruieren war. Er hätte 1923 bei Paul Hindemith ein Stück in Auftrag gegeben für linkshändiges Klavierspiel und auch bezahlt. Und dann gefiel es ihm nicht und das Stück wurde nie aufgeführt und geriet in Vergessenheit, bis die zerknitterten Noten nach 80 Jahren in einem 3,5 Tonnen schweren staubigen Konvolut bei einer Auktion auftauchten. Ein Mann aus Hongkong, Besitzer einer Kette von Nudelsuppenküchen, ersteigerte sie und gab das Stück endlich frei. Und Numinen kann ergänzen, dass ja Paul Wittgenstein auch bei Maurice Ravel ein Stück bestellt hat. Es hieß pragmatisch Klavierkonzert für die linke Hand. Ravel war bei der Uraufführung allerdings nicht anwesend. Wittgenstein arrangierte für ihn eine Soiree. Nachdem Wittgenstein fertig war, schrie Ravel, aber das stimmt doch alles gar nicht. Seiner Auffassung nach hatte Paul Wittgenstein genannt, der leere Ärmel, das Stück nicht in seinem Sinne dargeboten. Er sei viel zu frei und unbekümmert mit seiner Partitur umgegangen. Wittgenstein meinte dann, die Interpreten dürften keine Sklaven sein, worauf Ravel ihn zusammenfaltete. Die Interpreten sind einfach Sklaven. Etwas, was Momus zwiefach erheitert. Einerseits, weil er ja vorhin die groteske, über alle Maßen unbekümmerte Interpretation Numinens des Auszugs aus dem Traktatus von Bruder Ludwig gehört hatte und er sich nun dessen Reaktion vorstellt und andererseits diese Kutzbe Ravels einen versehrten, womöglich Traumatisierten so zurechtzuweisen. Aber vielleicht hat ja Momus im Falle Paul Wittgensteins nur das aufrichtige Mitleid desjenigen, dem auch ein Teil des Körpers genommen wurde, gepaart mit der kollegialen Erleichterung darüber, dass man ja gewissermaßen auf einem Bein auch noch stehen könnte. Ah, das gute Gespräch am Abend.
Ich genieße das. Traue mich nicht, von meinem Lieblingsbuch von Thomas Berner zu sprechen, Wittgensteins Neffe. Wie soll ich mit meinem rudimentären Englisch auch erklären, was mich an dem Buch so zum Lachen bringt? Zitat: Ich bin kein Spaziergeher. Ich gehe schon lebenslänglich nur widerwillig spazieren. Ich bin immer widerwillig spazieren gegangen, aber mit Freunden gehe ich spazieren und zwar so, dass diese Freunde glauben, ich sei ein leidenschaftlicher Spaziergeher. Denn ich gehe mit einer solchen Theatralik spazieren, dass sie staunen. Zitat Ende. Ich hingegen bin auch eigentlich schon ganz woanders jetzt. Ebenfalls zur Theatralik neigende Wirt spielt in diesem Moment nämlich Levi and the Leavings. Elena Mitte Mäteen, das gerade bei einer Leseumfrage vom Helsingin Sanomat, der auflagenstärksten und einflussreichsten Tageszeitung Finnlands, zum dritttraurigsten Lied Finnlands gewählt wurde. Auf Platz 1 natürlich Rauli Budding Sommarjokis Valot. Platz 2 ist Muistato Mon Repos von Annikki Tehti. Ein dermaßen trauriges Lied wie eine tote Katze eingewickelt in eine nasse Gardine. Gösta Sundqvist, der Sänger von Levi and the Leavings, starb übrigens 2003 mit 36 Jahren an einem Herzinfarkt. Zumindest lebt Annikki Tehti noch, sie ist 83. Man muss also in Finnland nicht zwangsläufig früh sterben, aber es scheint irgendwie zum Konzept zu gehören. Muistan puiston kauneimman. Usein haaveissani kuljen satumaani lemmustohon. Kauneimmat kaaristot, ihanimmat kuudan yö. Nyt puiston katveessa on mon repun. Aikain menneitten taas, aatos taas samoin. Viipynyt kauan. En. Pelkäsin jo hetken. Turhaa. Muistorakkauden, sitä unhoitaen, se säädä.